Sicher online zahlen ist einfach. Gute Laune, Ulmer. Oder einfach nur Spaß am Basketball. Nach dem 23. Saisonsieg und der vorzeitigen Playoff-Qualifikation war die Stimmung unter der Woche ausgesprochen heiter und positiv. Gute Laune, Ulmer eben. Und, was wohl nur die wenigsten wussten, mit dem Sieg in Oldenburg haben die Ulmer ihre längste Siegesserie aus der Aufstiegssaison 2005-2006 eingestellt und können mit einem Sieg gegen Vechta nun einen neuen Rekord aufstellen. Ich wusste gar nichts von dem Rekord. Es ist toll, wenn du Fußspuren hinterlassen kannst. Das ist etwas für die Geschichtsbücher. Es wird eine Herausforderung für uns. Mit Vechta, dem selbsternannten geilsten Club der Welt, ist am Samstag ein Aufsteiger zu Gast, dem vor der Saison nicht wenige mehr als nur einen Saisonsieg zugetraut haben. Das nächste Ziel, so hat es zumindest Coach Doug Spradley nach der 15. Niederlage in Serie gefordert, sei es, wie Männer zu spielen. Ganz anders auf Ulmer Seite. Das Ziel ist und bleibt trotz der Erfolgsserie das gleiche. Ja, immer noch jedes Spiel gewinnen. Ich meine, wenn wir am Ende alle Spiele gewinnen und bei Niederlagen 0 steht, ist es natürlich umso schöner. Und wir wollen jetzt natürlich die beste Playoff-Ausgangsposition uns erarbeiten, damit wir natürlich mit einem Heimrecht in die Playoffs starten. Am besten natürlich so weit wie möglich oben, damit wir von hier Runde zu Runde die Heimspiele mit Heimspielen beginnen können. Und das, denke ich, ist unser Ziel. Damit die Ulmer trotz der Erfolge in der BBL ihren Siegeshunger nicht verlieren, hält Coach Thorsten Leibenaert auch im Training den Wettkampfcharakter hoch. Jeweils in Dreiergruppen aufgeteilt geht es darum, so schnell wie möglich 15 Treffer zu erzielen. Wer gewonnen hat? Nächste Runde, 5 defensive Stops in Folge. Die geht dann wohl an den Youngster. Und bei Rasta Vechta, worauf gilt es da zu achten? Wir können sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sie haben ein paar gute Individualisten. Searcy attackiert stark am Brett und Gordon ist einfach ein Scorer während seiner gesamten Zeit in Deutschland. Wir müssen fokussiert bleiben und versuchen, den Sieg zu holen. Sollten die Ulmer am Samstag gegen Vechta den 24. Sieg einfahren und einen neuen clubinternen Rekord aufstellen, dann, aber auch nur dann, wäre Sieg Nummer 25 zum Greifen nah. Und damit das Einstellen der längsten Siegesserie der BBL überhaupt. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Sicher online zahlen ist einfach. Mit PayDirect, dem neuen Service Ihres Sparkassen-Girokontos.